Hallo Leute, hier ist Jürgen. Nummer 2. Du hast dir den Namen echt gemerkt, ja? So, wir haben beim letzten Mal Level 1 beendet von Dead Nation. Willkommen zurück und ich würde sagen, nein, spielen komplett offline, weil, ja, Online-Benachrichtigungen nervig sind. A feeling of satisfaction came over us as we mowed them down one after another. I guess it felt like justice. We drove for what seemed like forever. At some point, who knows why, one of us tried the radio. That's when we heard the signal. Sounded like a message, but it was so faint we couldn't make out the words. I tried to slow down, but the brakes weren't there. Running down all those zombies must have taken its toll. We needed a proper radio. There was a police station up ahead. Maybe they still had working equipment. So, ihr habt also schon mitgekriegt. Wir sind mit dem LKW unterwegs gewesen, sind gecrashed, haben eine Nachricht verfolgt. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Da unten immer mit den Nachrichten ist auch ganz interessant. Ne, ihr seht schon von der Uhrzeit. Wir nehmen das direkt nach der letzten Folge auf. Und schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Innenstadt. So, ich würde sagen, wir fangen an. Ja, fang du ruhig an. Alles okay. Ah, es gibt die Schrotflinte. Ah, Minen. Ich liebe Minen. Minen sind super. Einfach weil es wie Granaten sind, die aber getimed explodieren. Vor allem, Moment, Minen können öfter explodieren, ne? Ja, aber das war das Ding. Also genau, man kann Minen upgraden, dass sie eben mehrfach explodieren können. Und verbessere, okay. Cool. Du hast noch eine Trophäe bekommen. So, dann möchte ich auch mal. Ich würde aber sagen, wir können im nächsten Level alles um 1 erhöhen. Wobei, guck mal, die. Also, nee, Stufe. Oder alles auf Stufe 2. Level 2? Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viele Level es gibt. Ich auch nicht. Dann gehen wir einfach. Warum nicht viele? Ich möchte einen Teil für Abwehr, einen Teil für Angriff und einen Teil für Bewegung, damit ich überall, auch wenn es ein bisschen scheiße aussieht, aber dass ich von allem was hab. Okay. Ansonsten Mine, ja. Und Sprengladung, ja? Und Sprengladung. Oh, ich liebe die. Super, ich liebe die Dinger. Ansonsten, es wird mal vielleicht Zeit, die Schrot zu holen. Das werde ich im Laufe des Levels tun. Nein. Oder Maschinenpistole, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Wobei, sag mal ehrlich, brauchst du eher die Schrot öfter oder eher Maschinenpistole öfter? Das ist je nachdem, wie die Situation halt ist. Aber eigentlich benutze ich viel mehr das Maschinengewehr. Na, das denke ich nämlich auch. Weil aber die Schrot mit dem Einzelschuss Combat und so könnte eher nach hinten losgehen, wenn es wichtig wird. Na, mal schauen. Vielleicht nehme ich doch lieber die Maschinenpistole. Aber ich warte bis zum nächsten Checkpoint. Okay. Ach, fein. So, und der Vorteil bei meiner Waffe ist, ich kann immer die ganze Zeit schon aufladen. Man sieht es auch, dann ist der Strahl dicker. Und sobald ich einfach loslasse, wird geballert. Ach, hast du schon. Ne. So, Kofferraum. Alles klar, alles klar. Vor allem die Atmosphäre von dem Spiel ist ja auch ziemlich passend, ne? Ich meine, es ist sowieso die ganze Zeit Nacht, aber dann kommt noch jetzt der Regen dazu. Ziemlich nice. Und ist der dir deinen Schüssen ausgewichen? Schwein. Da gibt's Energie. Nein. Die brauchen wir noch nicht. Ich wechsle mal kurz. Ah, ich habe nur Minen. Okay, gut. Ich habe gar keine Flares und gar keine Granaten. Nee, 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 ist zu. Das schließt doch immer ab. Ich. So. SMG. Okay, okay, okay. Gut, dass die so viel Geld droppen. Ich glaube, höhere Stufen kriegt man mehr Geld. Ich glaube, du wirst bei höheren Stufen echt mit mehr Geld belohnt. Oh. Bleib mal beim Auto. Sehr geil. Alles klar. Da ist die Tür. Ich würde sagen, die lassen wir erstmal noch zu. Und ja, Gegner kommen auch gerne durch Gullis. Vor allem diese komischen langen Lulatches. Und das fette Vieh, was wir im ersten Level gesehen haben, beim ersten Checkpoint, ne? Das kommt früh genug. Sagen wir mal so. Jupp. Und eben die Energie, ich konnte sie nicht nehmen. Moment, ich wäre einfach die Mine davor. Okay.
Mann. Na dann kommt mal. Hahaha. Man sieht anhand der roten Punkte, wie oft die Dinger noch explodieren. Ist eigentlich ganz praktisch gemacht. Die... Im Ernst? Wir sind zu blöd und durch... Ja, da ist ein Medipack zum Glück. Aber ja, man kann keine Medipacks einsammeln, wenn man schon voll ist. Deswegen bin ich vorhin einfach drüber gelaufen und du kannst das da haben. Ja. Da kommen einige... Oh, einige. Und jetzt wünschte ich auch, ich hätte eine andere Waffe. Ja, ganz gut. Super. Okay. Einfach alles gehen. Shit, stimmt, wir hätten sie einfach durch die Mine laufen lassen können. Nein, nimm du, ich nehme das schon. Ah, Kofferraum. Je mehr Geld wir haben, desto besser. Ah, warte. So, ich glaube, das ist ganz passend. Weil was auch wichtig ist, ist Munition sparen. Oh. Ah, ich habe ein bisschen Schaden gekriegt. Ah, scheiße, sorry. Ah, okay. Komm, verreck. Dieser komische Kugelausweicher. Sieht voll aus, als würde er Kugeln ausweichen. Aber ja, er wird getroffen. SMG. So, hier haben wir nochmal einen Kofferraum. Und noch einen Koffer. Ah, fuck, den habe ich doch gesehen. Komm. Vorsicht, hinter dir. Okay. Mensch, ey, wie viele. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie viele Gegner hier gleichzeitig auf dem Screen sein können. Ich glaube, das sind teilweise bestimmt 30, 40 Viecher, die hier rumrennen. Vor allem von den Schwachen sind es richtig viele. Na komm. Sowas wäre bei, was weiß ich, PS2-Spielen gar nicht möglich gewesen, wenn ich denke, Resident Evil hatte vielleicht so 8 Gegner höchstens. Oder 10. Aber niemals sowas. Da ist noch ein Medipack, wenn du was brauchst. Und. Im letzten Level hast du noch gesagt, du glaubst, die droppen nicht so häufig, ja? Siehst du mal, die kamen gerade unendlich. Oh, da ist... Nee, nee, das ist ein anderes. Das ist ein Bomber. Oh, fuck. Das ist, macht gar keinen Sinn. Der stirbt und gibt dir so direkt wieder Leben zurück. Was für eine Pfeife. Okay, aber gut, nehmen wir erstmal die Koffer. Und bevor wir weitergehen, gehen wir dann erstmal ein bisschen was kaufen, denke ich. So, es wird Zeit, die MP zu nehmen. Denke ich. Mit erhöhter Durchschlagskraft, mit erhöhter Feuerkraft und mit erhöhtem Inventar. Ja, mehr Kugeln ist auch gut, ne? Würde ich sagen. Dann nehmen wir noch ein paar davon. Flares sind auch super wichtig eigentlich. Gerade ich persönlich liebe diese Wurfwaffen einfach, weil sie super gut sind für Unterstützung. Mehr Muni. Money. Erhöhen wir ruhig noch das Magazin. Okay. Sollte gut sein, denke ich. Ich denke es. Ich meine, letzten Endes sind fast alle Waffen ziemlich gut. Ich glaube aber, bei unserem letzten Durchlauf hatten wir beide nicht alle Waffen. Ich hatte eine, die du nicht hattest und andersrum. Ja, glaube ich auch. Aber ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, du hattest sogar alle. Ich hatte alle? Glaube ich. Mhm. Können den Safe ja, glaube ich, nicht laden, oder doch? Hm, weiß nicht. Es gibt übrigens noch einen Arcade-Modus, den haben wir aber nicht durchgespielt. Ich glaube, da war das so, dass man immer einen Weg aussuchen konnte, aus so drei verschiedenen Wegen. Und einer war zum Beispiel Geld, einer war Rüstung, einer war Waffen. Ich glaube auch nicht, dass es endlos ging, sondern einfach, oder wahrscheinlich ging es doch endlos, bis man stirbt, wurde auch jedes Mal schwerer, aber es war so ein bisschen eintönig. Ich finde die Story eigentlich besser, weil sie abwechslungsreicher ist. Die anderen Level hatten sich ja wiederholt ab irgendeinem Punkt. Na eben, einfach nur so für Highscore, dann lieber so. So, ich wechsle auf Flair, für den Fall, dass ich was brauche. Wir sind beide voll. Aber das ist gut zu wissen. Weil man kann definitiv auch zurückkommen. Okay. Ach, na klar. Okay. Minen vielleicht? Nein. Nein. Granate? Nein. Okay. Okay, da ist noch eine Mine, die ein bisschen hochgehen kann. Das ist gut, wenn man sich so ein bisschen arrangieren kann. Und dort ist ein Bomber. Weg. Die explodieren nämlich, wenn sie jetzt zu nah am Gegner kommen. Und haben wir vorhin gesehen, machen ordentlichen Damage. Heil dich mal ruhig.
Flare. Okay. Grenade. SMG. SMG. Nachladen, okay. Komm, komm, komm. Alles klar. Sollte auch noch das Laservisier holen zu dem Ding. Yep, sonst muss ich erst schießen, um sicher zu gehen, wo ich hinschieße. Und für den Anfang ist okay, aber. Hier gibt's auch noch Energie. Kannst du ruhig mal nehmen. Hab ich die gerade kaputt gehauen? Oh, Scheiße. Die andere ist auch schon weg. Okay. Leer. Granate. Okay. Haben wir es geschafft? Willst du nochmal schauen, ob es irgendwo Heilung gab? Rifle. Und hier ist noch ein Kofferraum. Da, oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Na, kommt. SMG. Da, super. Hat sich ja dann doch gelohnt. Ja, du hast mehr als vorher. Oh. So lange. Okay. So, jeden Kofferraum öffnen. Auch immer gucken, ob irgendwo Truhen rumliegen, weil 15.000 oder... Oh, fuck. Stimmt, Feuer. Dafür ist die Renntaste gedacht. Gerade wenn man durch Feuer will, sollte man rennen, damit man nicht verbrennt. Und hier ist ein Kontrollpunkt, das heißt... Oh, aber Moment, hier war gar keine Möglichkeit, was zu kaufen. Genau. Mal. So, nehmen wir das. Fuck. Okay, wir haben da immer noch zwei Explosionen vor uns. Falls es also sein muss, rennen wir lieber zurück. Okay. Nee, das ist eine Unterhose. Okay. Hinter dir. Oh, da. Okay. Gut, rennen wir einfach zurück. Warum nicht? Der lebt noch? Sicher. Okay. Da ist noch ein bisschen was. Gut, dass die Sachen oftmals leuchten, ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Eine Map wäre eigentlich auch ganz schön. Wobei, eigentlich braucht man sie nicht. Oh, okay. Hast du was zum Werfen? Ich hab nichts mehr. Scheiße. SMG. Na komm. SMG. Fuck, die machen aber ordentlichen Damage. Merkst du auch, wa? Die teilen gut aus, ja. Ah, gut, hast du genau einen. Den haben wir noch, okay. Ah, fuck, hinter mir. Ah, fuck. Noch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, nimm du, ich hab mehr. Du frisst die wie Bonbons, ey. Ja. Okay. Ah, ist okay. Ich sag mal so, das einzige Blöde ist, wenn man stirbt, ist, dass man kein Geld mehr kriegt. Und die andere Person sollte es dann bis zum Checkpoint schaffen, weil sonst muss man eben resetten vom letzten Checkpoint. Das heißt, wenn ich zuerst sterbe, ja, dann liegt's an dir. Übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, unten sieht man ja die Waffen. Und man sieht unten drunter, wie viele Munition oder wie viele Kugeln man noch hat, wenn man nachlädt. Aber null und unendlich, denke ich mal, erklärt sich beides von selbst. So. Okay. Da ist ein neuer Checkpoint und da oben ist noch ein bisschen was. Man sollte immer die extra Wege angucken, weil es oftmals noch Drops gibt. Ah, da. Ha. Na komm. Dankeschön. Hast du das gesehen? Ich habe mich auch gewundert. So, hä, wo ist denn da was? Aber da steht R2. Okay. Da. Ne, da ist nichts. Okay. Dann schauen wir mal, was wir Neues kaufen können. Aber die Zeit ist ein bisschen knapp. Wir müssen mal einen ganz kurzen Schnitt machen.